Hallo zusammen, heute gibt es bei mir ein Dry-Aged Flanksteak mit Chimichurri. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch in der heutigen Folge von Barbecue aus Baden. Viel Spaß dabei! So, Leute. Falls ihr das Flanksteak vermisst, das zeige ich euch nachher. Wir haben hier 30 Grad, seht es mir nach. Ich lege das Flanksteak jetzt nicht bei 30 Grad hier mit zur Präsentationszwecke mit auf den Tisch. Ich fange gleich mit dem Chimichurri an. Ich hoffe, man sieht alles. Das ist mein Olivenöl. Dann habe ich da drin frisch, ich hebe es mal kurz hoch, Minze. Petersilie, ein Lorbeerblatt oder zwei, Thymian, dann habe ich Rosmarin und frischen Schnittlauch. Des Weiteren frisch in kleine Würfel geschnittener roter Paprika, zwei kleine rote Zwiebeln, Knoblauch, 13 in kleine Würfel geschnitten. Des Weiteren brauche ich noch Zitronenöl, geräuchertes Paprikapulver, Balsamico-Essig, Salz, Chipotle für die Schärfe und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Zuerst tue ich mal alle Zutaten damit rein. So. Zwiebel, Knoblauch, so, dann machen wir gleich mal das Salz dazu. Da können wir gut erst einmal zwei so Teelöffel dazu machen. So. Dann kommt Chipotle für die Schärfe. So. Mit meinem geräucherten Paprikapulver. Ja, gut, zwei so Löffelchen dazu. So. Weißer Balsamico-Essig. Das sind also drei solche große Esslöffel. Dann kommt etwas für die Frische, ein Zitronenöl. Das reicht. So, dann kommt noch meine Überraschungszutat, sieht man es? Agavendicksaft für die Süße. Und dann kommt das gute Olivenöl. Ich muss da auch gar nicht groß sparen. Mache ich mal was dran. Und dann schauen wir uns mal die Konsistenz an. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Also beim Chimichurri ist das Gute, das könnt ihr bis zu einer Woche im Kühlschrank aufheben. Bei mir ist es so heute, ich lasse noch so 2,5 bis 3 Stunden im Kühlschrank. Und heute Abend werde ich es dann verwenden. Ich denke, das ist ausreichend, dass die Aromen sich entfalten können. Und jetzt probiere ich das Ganze mal. Wir sind auf einem guten Weg, aber ein bisschen Salz muss noch dran, weil die Paprika wird noch einiges an Salz aufsaugen. Ein bisschen Essig kann auch noch mit dazu. Ich meine, es soll jetzt nicht zu sauer werden, ja, wir wollen ja keine Salatsoße machen. So. Und einen kleinen Schuss von dem Zitronenöl noch. Und ein bisschen Chipotle. Und von dem geräucherten Paprikapulver kann auch noch ein bisschen was dran. Also die Rezepturen schreibe ich euch dann später mit genau unten rein. Wisst ihr, in der Infobox, da steht alles. Und jetzt rühren wir es rum und tun es dann für, wie gesagt, 2,5 bis 3 Stunden kommt das Ganze jetzt in den Kühlschrank. Schaut es euch an.
Hervorragend, oder? Das war es bis hierhin und dann sehen wir uns später am Grill. Also wie heute Mittag schon gesagt, die Flanksteak, hier sind sie. Ich habe das schon mal gewürzt, ich brate die nacheinander. Und ja, ich lege das jetzt einfach mal drauf. Ich habe nur ein bisschen Salz dran. Also ich könnte auch gleich weiter auflegen, Platz wäre ja. Also ich muss da mit dazu sagen, mein Hauptaugenmerk gilt natürlich heute mehr dem Chimichurri. Flanksteaks habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Und ihr seht, wie schön das gemasert ist. Und das müsst ihr halt unter hoher Hitze anbraten, weil die ziemlich dünn sind. Und dauert so, ich denke mal so 6-7 Minuten, dann dürfte es fertig sein. Und wenn ich es drehe, wenn es eine schöne Kruste hat, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, das Ganze waren jetzt so 4,5 Minuten, jetzt drehen wir sie einfach mal um. Ja. Die Aromen sind in Ordnung. Und jetzt geht's weiter. Nächste 4,5 Minuten. Und ich denke, dann werden wir es ein bisschen am Rand ziehen lassen. Dann kommt das letzte noch drauf. Ich habe 3 Stück. Und dann probieren wir das Ganze. So, also die ersten 2, wie ihr seht, sind schon runter vom Gretel. Das kommt jetzt auch runter. Lass ich noch so 3-4 Minuten ruhen und dann schneiden wir es an. Und da bin ich schon gespannt auf das Chimichurri. Wie gesagt, Hauptaugenmerk ist nicht das Flanksteak, sondern eher die Chimichurri. Also das Ganze hat jetzt 4 Minuten geruht. Beim Anschneiden müsst ihr eigentlich aufpassen, es hat Längsfasern. Ja? Also ihr möchtet immer gegen die Faser schneiden, die Mittelfaser. Wenn es ist saftig, sieht man es. Ich habe es gerade noch so erwischt, aber wie gesagt, ist nicht mein Hauptaugenmerk. Probieren wir noch mal ein kleines Stück. So, du machst uns kurz eine Zeit. Und jetzt kommt Chimichurri, das hat es 3 Stunden durchgezogen. Machen wir es gerade ein bisschen drüber. Das ist mein Tellerbild. Flanksteak mit Chimichurri. Ich werde es probieren und dann kommen wir zum Abschlussfazit. Also was ich noch habe, ist Langpfeffer. Den habe ich in so einer Mühle gemahlen und den mache ich noch ein bisschen als Geschmacksverstärker mit drauf. So. Und wenn ihr das probiert habt, dann kommt es zum Abschlussfazit. Ja, wie gesagt, zum Abschlussfazit. Ja gut, das Flanksteak war butterzart, es war echt der absolute Hammer, aber das ist schon normal bei einem gedry-agten Flanksteak, aber die Chimichurri, die war echt super klasse. Die verschiedenen Kräuter, die Zwiebeln, der Knoblauch. Es war so rundum, also ich kann es gar nicht erklären, es war ein Geschmackserlebnis. Ja. Der geräucherte Paprika, die Chipotle, was die Schärfe reinbringt, das leichte Süßliche von dem Agavendicksaft, die Frische von dem Zitronenöl. Also es war wirklich Bombe. Ja, ich bin am Ende meines Videos und wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Würde mich riesig freuen drüber. Kommentiert meine Videos, teilt sie. Würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin raus. Bis dahin, euer Thomas. Ciao.